Hallo Leute, ja, wir sind hier bei Cospoda und Cospoda möchte die Päckchen haben. Und das ist jetzt unsere Aufgabe in dieser Folge, da in dem Städtchen Güterabnahmestellen zu erstellen. Und ja, wir hatten hier noch so eine Meldung und die Meldung müssen wir gleich auch noch angehen. Da steht Linie 55, Haltestellentypen passen nicht zusammen. Das muss hier irgendwo falsch gewesen sein. Das werden wir gleich nach dem Logo machen, ne? So, dann werden wir mal nochmal nach der Linie hier gucken. Und die können wir irgendwo Linie verwalten. 55 und abreißen, löschen, bestätigen. Ja, weil die war ja falsch. So, das haben wir jetzt erledigt. Hier fährt auch ein wunderbares Schiff lang, hat 27 Passagiere. Können wir mal gerade reingucken, wie viel die auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann müssen wir hier Entladestationen machen für Güter. Okay. Ja, die wollen hier haben, aber ich mache mal ganz einfach hier überhaupt irgendwo hin. So. Und dann machen wir hier noch eine hin. So. Und dann würde ich sagen, muss hier noch was hin. Dann passt das schon. Und auf dem Rückweg nimmt der 28 mit, oder wie sieht das aus? Sieht so aus, ne? Okay, nicht voll, aber geht schon, ne? So, und wenn das dann erledigt ist, dann wäre jetzt noch die Frage, können diese LKWs alles laden, ne? Ach, der ist jetzt gerade der falsche. Jetzt brauchen wir einen LKW von der anderen Sorte. Diesen hier, die können ja alles laden, ne? Kann ich das hier irgendwo sehen? Alle Güter, ja. Dann sollen die doch bitte schön die Päckchen bis hierhin mitnehmen. Und von hier aus die Päckchen von mir aus nach da. Und ich werde einen LKW noch machen, der von da nach da fährt. Und jetzt schaue ich mal, dass ich gerade die Straßen noch upgrade, weil das sehe ich gerade, dass die ja auch nicht gerade so toll sind. Den Zauberstab. Und dann machen wir das mal gerade noch so. Hier war auch nicht möglich. Gut, dann machen wir das halt nicht da, ne? Was ist das hier für ein Depot? Ah, ein Fahrzeugmanager, okay. Ja, Fahrzeugmanager. Dann kaufen wir mal hier ein Fahrzeug mit Cargo und auch diesen, weil der kann ja auch alle Güter. Dann nehmen wir den mal rein gerade. Dann da oben können wir eigentlich zumachen, ne? Ja, neue Linie. Jetzt macht er gerade Autosave. Und dann machen wir mal von da. Ach so, neue Linie. Ah, passt schon, oder? Nach. Da. Nee, das passt jetzt doch nicht. Also hier, neue Linie. Habe ich das nicht gemacht? Doch, ne? So, und dann soll von da nach dort fahren, nach dort fahren und nach dort fahren. Oh. Das war jetzt wieder falsch, ne? Das ist Linie 55, Haltestelle hinzufügen. Macht er das jetzt? Die hat er hinzugefügt. Jetzt macht das. Und da auch. Gut. Jetzt passt das. Fahrzeuge verwalten. Wo ist der jetzt? Der fährt da und das ist auch schon hier. Gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, was der mitnimmt, ne? Was er kann. Machen wir gerade schneller. Gucken wir mal, ob der jetzt Päckchen einsammelt, ne? Okay, da muss er hin, das ist schon mal richtig. Oh, vielleicht können wir die Straße hier noch upgraden. War auch nicht möglich, schade. Er hat keine mitgenommen.
Dann steht da auch der Cargo da drauf, aber das wird ja wohl automatisch passieren, ne, oder? Warte mal, lass mal normal laufen gerade. Er hat jetzt nichts mit. Die produzieren noch nichts oder was? Hier ist auch noch kein Kunststoff angekommen, dann können die auch noch nichts produzieren wahrscheinlich. Linie 54 ist dieses Schubschiff. Das transportiert Holz. Krass, oder? Wo ist denn das? Hier. Was macht das hier? Das ist noch nicht mal bis dahin hin, oder? Nee. Das versucht doch irgendwie zu drehen oder was? Nein, ne? Boah, das ist jetzt aber krass. Einfach gerade fahren ist doch angesagt, oder? Zeigt er mir die Linie 4. Ach so, er muss da erst hin. Die Linie ist da ja noch gar nicht. Kriegt er das denn jetzt geregelt, einfach geradeaus zu fahren? Wird teuer, das ist das Einzige, was ich sehe. Das hier ein Schubschiff mit Weizen, das passt. Rückamp Bauernhof fließt in 7. Na, jetzt ist er weg. Ja, ist auch schade, dass die Meldungen nicht hier drin sind, ne? Ja, fast da reingefahren, ne? Ich weiß nicht, warum der Schlangenlinie fährt, keine Ahnung. Will er immer dahin, oder was? Kettemers Mühle Nord. Ne, das ist hier. Da fährt er auch als erstes hin. Das passt dann schon. Und hier, oh, da liegt noch nicht mal was, ne? Müssten da jetzt nicht langsam mal so Kunststoffe ankommen? Ja, passiert ja auch nichts, ne? Ach so, warte mal. Ne, das Rohöl. Wie kommt das Rohöl hier hin? Oh Mann. Der transportiert Öl. Linie 49 von Boften dahin. Okay, das würde dann sein, dass er das erste Öl erst dahin bringt. Kann das sein? Zwei Schiffe drauf, auch gut, ne? Sind schon 8 Jahre alt. Haben die schon mal jemals was transportiert? Aber hier ist ja Öl. 228 Kubikmeter. Linie 49. Linie verwalten. Boftenhafen. Macht das Sinn, den da vollladen zu lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil hier liegt ja auch. Sehe ich jetzt da nicht. Doch, sehe ich doch hier. Da waren die 2 Tonnen. Jetzt sind sie weg. So, der muss jetzt hier laden, ne? Ja, der 243 Tonnen und er hier kriegt wahrscheinlich gar nichts, ne? Doch, 4 Tonnen hat er. 12, 13, okay. Ja, aber der fährt teures Geld ein dann, ne? Aber hier werden. Nee, oder? Wir werden das mal hier so machen, dass die hier. Linie verwalten, laden, wenn von Vollladen einer Fracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Er hat ja reichlich hier drin, also reichlich ist auch nicht voll, aber es ist erstmal eine Menge. Und dann kommt das hier hin. Ja, das müsste eigentlich passend sein, oder? Und die fahren ja noch nichts durch die Gegend, oder? Weil ist ja noch nichts da. Das heißt eigentlich, nee, hier ist mit Vollladen einer Fracht schlecht, weil der fertige Kunststoff wird ja wieder zurückgebracht, ne?
Weil das ist so einer und das ist ein Tanker. Das ist ein Tanklastwagen, genau. Ja, müssen wir mal gucken. Aber der kommt da ja schon. Und wenn er da kommt, das heißt, der lädt jetzt hier gleich aus. Und dann können die ersten LKW das Öl rüberbringen. Der jetzt, ja, der wäre es zum Beispiel. Die fahren natürlich jetzt gerade alle Minus ein. Ne? Wie wird sich das denn hier ändern? Der ist schon 8 Jahre unterwegs und ich glaube, jetzt bringt er die erste Fracht hier hin, oder? Kann das sein? Gibt es da Details, Statistiken, Finanzen? Ja, er hat nur bezahlt. Ja. Und da 1,1 Millionen hat das jetzt gebracht. Ist ja schon mal was, ne? Jetzt die Finanzen angucke, ist, oh, ist also ordentlich. Und er jetzt mit seinen 13 Tonnen Öl wird das nicht schaffen, ne? Ja, war aber doch schon eine ganz schöne Menge Geld im Endeffekt für diese 13 Tonnen. So. Er kriegt jetzt volle Ladung. Fährt, sehr gut. Und hat schon einer was? Nee, ne? Oder doch? Doch, er hat schon was. Und hier ist aber noch nichts angekommen. Das ist jetzt die erste Ladung, die hier kommt. Ist abgeladen. Hier ist die 1. 2. Geht, ne? Jetzt kommen hier schon Balken hoch. Oh, für den Versand ist schon gleich sofort was fertig. Auch krass, oder? 6-mal Kunststoff liegt da schon. Ist der voll? Ah, der ist voll. Hier kommt jetzt der LKW, der uns jetzt. Ach, der kann auch Öl transportieren. Alle Güter, ne? Der hat die Fässer so da drin stehen. Das ist ja krass. Dann hätten wir nur diesen LKW besser genommen, weil jetzt kann er da auch Kunststoff mitnehmen, ne? War vielleicht, wäre besser gewesen, keine Tankwagen zu nehmen, sondern diese Kunststoff-LKWs. Sondern, sag schon, ja, Koffer-LKWs. Wie viel liegt jetzt hier? Noch 40 Tonnen, dann ist das schon alles weg. Oh, der flitzt schnell. Wie viel hat denn der? Oh, voll. Wow. So, jetzt nimmt der nochmal das mit und dann ist es gleich leer. Aber, wo ist denn? Ach, der Kunststoff. Ne, der Kunststoff müsste doch hier sein, oder? Da sind auch mehrere LKWs mit für Kunststoff drauf. Nein, ne, oder? Nee. Hier liegen. Ah, das verstehe ich jetzt nicht. Der hat doch irgendwas mitgenommen. Wo ist das geblieben? Ah, dieser. Er nimmt die doch jetzt mit, oder? Schauen wir mal. Er hat wieder 32 Öl mit. Entlädt die hier. Hallandorf benötigt jetzt Werkzeuge, okay. Entlädt und lädt. Jetzt fährt er damit los. War eben Diebstahl unterwegs, haben seinen LKW ausgeräumt auf irgendeinem Parkplatz. Nein, ne? Die benötigen Treibstoff auch. Ach, warte mal. Ja, das passt schon. Hier liegt's, oder? Nee, auch nicht. Oder war jetzt in der Zwischenzeit doch ein Schiff da? Hier doch, da kommt's an. Passt schon. Wahrscheinlich war dann doch ein Schiff gerade da. Das da. Ja, die 19 sind jetzt schon da drin. Okay, er könnte Holz mitnehmen und Kunststoff. Oh, mehrere Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand. Ja, kennen wir schon irgendwo, ja, ne? Der hat 150 jetzt geladen. Und der zweite liegt gerade am Hafen, ne? Okay, der kriegt gerade 18 dazu. Wenn der 150 hat und dieser hier hat gerade mal 18, das würde bedeuten, hier sind zu wenig LKWs am Laufen. Da müssten wir hier noch was machen, ne? Die Ölraffinerie bräuchte definitiv mehr Produktion. Ist das Lager denn voll? Nee, ne? Da ist nichts drin. Denn doch, da so ein paar stehen hier. Ja, aber das ist schon das nächste Problem dann. Aber die werden ihre Kapazität ja steigern, umso mehr wir hier produzieren, ne? Also abholen und so.
Ist ja hier, sieht man ja wunderbar, ist schon hier in dem Bereich drin. Ne? Das sieht erstmal gut aus, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen die das Öl weg? Wo war das denn? Ha? Ach, hier. Das heißt, hier liegen 95 Tonnen und das sind zu wenig LKWs hier, ne? Ja, da gehen die Gütereinheiten verloren, weil ein Fahrzeug zu wenig ist wahrscheinlich. So, das heißt, wir schauen mal gerade, die Linie ist die 50. Und ne, Boft nicht wollte ich, sondern nee, hier den wollte ich. Das machen wir gerade zu. Das war falsch. Das ist richtig. Fahrzeug kaufen. Den Tank-LKW. Und dann machen wir ruhig Zweier dabei. Und die legen wir auf die 54, war das, ne? Oh, hier ist keine 54 oder was? Shit. 50 war es auch nur, okay. Ich dachte, es wäre 54 gewesen. Gut, dann fahren die beide los. Und dann sollte das klappen, besser klappen vor allem, ne? Die holen das ja hier aus der Erde raus einfach. Transport ist so hoch. Ah, der Versand ist natürlich. Aber hier liegen ja über 100 Tonnen. Wenn es denn Tonnen sind. Aber es sieht ja noch im Fass aus. Könnte man auch Tonnen nennen. Ne? Ja, Fahrzeuge sind in schlechtem Zustand. Da müssen wir uns in der nächsten Folge dann drum kümmern. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, erstmal läuft das doch. Ne? Wo haben wir denn hier jetzt ein Kunststoffschiff? Ist das das? Nee, das ist schon durch, wa? Ja, das hier? Ja, da ist es. So, das bringt jetzt den Kunststoff hier hin. Dann kommt der Kunststoff hier an. Genau, 10 und 9, schön aufgeteilt auf die Linien. Das war der erste Kunststoff, der hier angeliefert wird, ne? Wie sieht es mit den Finanzen hier bei dem Schiff aus? 300.000 Miese. Aber wenn das mehr Kunststoff fährt, dann wird das auch besser, ne? Jetzt müsste man das vielleicht noch optimieren. Da muss ich gucken, weil da war ja auch das. Ja, ich weiß nicht, das andere war. Das sind beide Schubschiffe, ne? Und da sind dann so Container drauf. Einmal halt für Kunststoff und einmal für. Sag schon. So, jetzt wieder spannend, ob hier Pakete gleich fertig werden, ne? So, weil die produzieren jetzt gleich, wenn der den Kunststoff dahin bringt. Schauen wir mal. So, Produktion würde jetzt müsste jetzt anlaufen, tut es auch. Ich gehe auch von aus, dass er nichts da drin hat. Oh. Doch, er hat 5 Stahl mitgenommen. Gehen wir mal gerade langsamer. Das wird jetzt. So, 9 Päckchen sind da. Mehr werden nicht gehen, weil nicht mehr Kunststoff da war, ne? Hier ist jetzt 1 und 8 am liegen, okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Da sind 4 Päckchen und er hat aber noch keine mit, oder? Nein. Und wo ist der LKW, der jetzt hier rüber fährt mit dem Päckchen? Da. Der fährt aber noch Törtchen. Das sind aber Bretter, glaube. Ne, oder? Bretter, ja. Gut, das heißt, verfolgen wir ihn mal gerade. Machen aber schneller. Und gucken dann zu, wie er gleich da, ne, was kriegt. So. Linie 55 war das, okay. Das war die Fehllinie, die wir hatten, ne? Ganz kurz nur. Ach, das dauert aber eigentlich zu lange, ne? Eigentlich ist die Folge schon durch. Und 25. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt welche zusteigen. Kommt mir so vor, als ob das nicht so wäre. So, jetzt noch den halt mitnehmen und dann war's das, ne? Ja. Ja, Städtchen sieht schon ganz schick aus hier, ne?
Hier ist Industriegebiet. Nicht schlecht. Ja, jetzt kriegt er den ersten Kunststoff dann da geladen, oder? Ja, Folge wird ein bisschen länger, aber ihr verzeiht mir bestimmt. Wir sind schon auf voller Geschwindigkeit. Naja, was macht die Kohle? Oh, 147, das ist schon mal was. Ja, wenn ich das jetzt gleich gesehen habe, machen wir Stopp. Nächste Folge müssen wir die alten Fahrzeuge mal machen. Weiß gar nicht, habe ich noch was anderes gesagt, was wir noch machen müssen? Ah, das ging nicht, ne? Das wollte ich schon machen, ja. Schade, ne? So, jetzt lädt er den ersten Kunststoff von hier, die ersten Pakete. Ach, was ich nicht geguckt habe, ist, ob dieser LKW. Ah, der muss wohl Päckchen getransportiert haben, oder? Könnte sein. Jetzt hat er Stahl auf jeden Fall mit. Ah, er fährt nach da links. Dann war das noch nicht mal der richtige LKW dafür. So, er hat nichts mit. Und der andere hier? So, der bringt auch Stahl. Gibt es hier keine Päckchen? Ne, gibt es keine Päckchen. Weil Materialien wahrscheinlich fehlen, ne? Jetzt das hier unser Wagen. Ja, 57. Nee, warte, 57 ist nicht richtig. Welche Linie war denn jetzt hier? Jetzt habe ich den auch noch verpasst, ne? Jetzt muss ich den erst noch finden. Fahrzeuglinie 55. Fahrzeug verwalten und der ist wo? Da. Aber wenn er welche mit hatte, habe ich es jetzt nicht mitgekriegt, so ein Shit. Kann ich hier eine Statistik aufrufen, dass er hier was abgeliefert hat? Entladung. 5 von 2062, glaube ich. Okay, muss wohl funktionieren. Haben wir jetzt geschlafen. Schade. Okay, würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.